Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Rezept. Heute, da soll es ein neues Cheat-Rezept für euch geben und was genau das sein wird, das seht ihr jetzt gleich. So Leute, und zwar machen wir uns hier heute ja Oreo-Croissants. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich recht überschaubar. Wir brauchen hier einmal diese Croissants von Knack und Back, die kennt vielleicht jeder noch, vielleicht aus der Kindheit oder so. Es gibt auch super leckere Zimtrollen von Knack und Back. Das Geile daran ist, die Teile sind vegan. Da das Ganze mit Margarine ist es, glaube ich, gemacht. Ich würde jetzt auch nicht suchen. Es ist auf jeden Fall mit irgendwas gemacht, das vegan ist. Außerdem nehmen wir jetzt für die Füllung Oreos und etwas Erdnussmus. Und dann geht die ganze Sache eigentlich extremst einfach. Es ist auch mehr eine Inspiration, jetzt kein großartiges Rezept. Aber ja, seht selbst. Wenn ihr dann die Croissants so schön sauber wie ich hier entrollt habt, wie ich euch das gezeigt habe und wie es hinten auf der Verpackung draufsteht, nehmen wir uns das Erdnussmus zur Hand und machen jeweils in jedes Croissant die vorderste Kante einen Esslöffel Erdnussmus hin, verstreichen das ein bisschen und geben die Oreos drüber. Und ja, wie das dann zusammengerollt wird, seht ihr jetzt gleich. So, die Hörnchen-Croissants hier sind jetzt ja fertig und was wir jetzt noch machen ist, dass wir den Rest dieser Oreos hier, ich habe übrigens so eine halbe Packung von dieser Oreo-Stange genommen, zerbröseln und da dann noch drüber geben. Den Ofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze und danach können die dann in den Ofen für 15 Minuten, glaube ich. Ja, genau, das machen wir jetzt. So Leute, sie sind fertig und riechen richtig nice und sehen auch richtig, richtig nice aus, aber lasst uns doch einfach mal drauf und reingucken. Dann probieren wir jetzt einfach mal eins. Alter. Geil. Richtig nice. Das müsst ihr ausprobieren. Jetzt die Nährwerte. So Leute, das war's also das Rezept. Ich find's mega gechillt, richtig cool, wenn man einfach mal eine Kleinigkeit cheaten möchte. Man kann sich das auch relativ gut in die Makros reinfinden, also reinrechnen. Da die Nährwerte jetzt gar nicht mehr so schlimm sind, sie würden jetzt niemals irgendwie den Tagesbedarf wie zum Beispiel die Cheat-Pizza oder so abdecken. Wir haben jetzt für ein Croissant mit 10 Gramm Erdnussmus und 2 Oreos habe ich da berechnet. Wir haben mit 307 Kilokalorien, 33 Gramm Carbs, 16 Gramm Fett und 7 Gramm Eiweiß. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt es natürlich auch euren Freunden weiterempfehlen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut!
Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner. Talk about the people that we used to be. If I had 100 fans, buy them all the parents. Ain't nobody paying, I'd be buying the drinks. And we would party, and we would dance. And we would throw up all them hands until they turned to cry.